Willkommen zurück zum Let's Play Medieval die Rückkehr mit mir, Leviathan 2. Ja, wir gehen die nächste Waffe. Kann man es Waffe nennen? Es ist eigentlich keine Waffe. Ihr seht schon, neuer Held bzw. Heldin. Was sie zu sagen hat, hört hin. Blitz gefunden. Ja, wer die Geschichtsstunde mit angehört hat, wird dieses natürlich wieder kennen vom, naja, Schleichangriff der Barbaren. Wie sehr ich es benutze, das so zu beschreiben. Wie sehr ich es benutze. Ja, jetzt der Blitz 100%. Jetzt weiß ich gar nicht, lädt sich der automatisch wieder auf. Jetzt schauen wir doch mal. Ich kann Blitz schießen und der hat dann noch 98%. Und der hat immer noch 98%. Wir lassen es mal. Es ist eine Fernwaffe und es ist eine ziemlich harte Fernwaffe und man sollte sie wirklich nicht verschwenden. Ja, ihr seht schon, wir gelangen nach Zaroks Versteck. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne nochmal ganz zurückgehen an den Anfang in unsere Gruft. In Dans Gruft. Dans Gruft. Der Ort, wenn man einen toten Dan sucht. Oder auch einen nicht mehr ganz lebendigen. So. Ja, ja, jetzt reden sie alle noch ein bisschen. Ich bin aber mehr interessiert an den... Jetzt muss ich schauen, habe ich jetzt immer noch... Ja, irgendwie muss man das doch auch wieder aufladen können. Das weiß ich aber nicht mehr, ob das irgendwie durch Seelen geht oder man... Oder ob man das irgendwo wieder einkaufen kann. Irgendwie geht's, ich weiß es noch. Ja, jetzt haben wir hier auch die Waffenliste. Schön mit anzusehen. Natürlich hier als letztes mit dem Blitz. Ah, Blitz, also X gibt Blitz, Funke, Viereck gibt Blitz. X halten zahlreiche, halten und los hat zahlreiche Blitzpunkte, Sprungblitzpunkte oder so. Ja, wir können auf jeden Fall einfach Blitze schleudern, ob sie entweder als Strahl oder als Geschoss. Beides ist relativ effektiv. So, jetzt da wir das haben, sind wir sozusagen so bereit, wie wir nur bereit sein können. Meines Wissens. Vielleicht gibt es noch irgendwo einen Trank, den ich nicht habe, weil sonst hätte ich ja 100% des Spiels. Bis jetzt. Wir haben ja den letzten Boss noch nicht besiegt. Doch, wir gehen mal hin. Zaroks Versteck. Oh, gruselig. Oh, du bist es. Eigentlich haben wir nicht geglaubt, dass du so weit kommen würdest. Ich habe jetzt gar nichts aufgeschrieben. Moment. Also... Deine letzte Begegnung. Verdammt.
letzte Begegnung. Das ist besser. Mit Sarok erwartet dich jetzt gleich. Er ist umgeben von seinen unnatürlichen Leibwächtern. Diesem Haufen haben wir schon immer misstraut. Doch wenn du die Magie des Anubis-Steins anrufst, bist du ihnen vielleicht gewachsen. Viel Glück, Sir Daniel Forthfield. Hör zu, das muss reichen. Und nun geh, stirb leise. Einige unserer Leute würden gerne lesen. Das ist es. Der große Showdown. Endlich kannst du dich als Krieger beweisen. Sei tapfer, Sir Fortescue. Und denk daran, wir haben alle Teile des Anubissteins. Oh, und wenn du verlierst, lass dir nicht auf den Kopf hauen. Ich hab's mir gerade gemütlich eingerichtet. Sir Fortescue, mein alter Widersacher. Treffen wir uns erneut. 100 Jahre als Kadaver. Und immer noch besessen davon, Galormir zu befreien. Erinnerst du dich an meinen Gefolgsmann, den verstorbenen Lord Kadok? Rate mal, er ist zurück. Und brennt darauf, dir das andere Auge auszuschießen. Um der alten Zeiten willen. Und während er den Rückkampf vorbereitet, hat er ein paar Soldaten geschickt, damit du dich nicht langweilst. Also, in diesem Sinne ein Battle Royale vor dem richtigen Kampf. Lass mich doch in Ruhe. Vielleicht ist es Zeit zu zeigen, was die Blitze so können. Sie können vieles, aber hier helfen sie gerade nicht weiter. Vielleicht wäre der Magie. Ja, toll, ich bin in die Lava getreten. Wieso muss es auch Lava sein? Wieso können die nicht irgendeine normale Architektur bauen? Ich meine, Wasser würde genügen. Gesundheitsflasche benutzt, wisst ihr was? Es gibt einen Grund, warum dass ich Hühnerschenkel holen gegangen bin. Nämlich damit ihr mir meine Leben zurückgeben könnt. So. Was noch mehr? Ach, Soldaten. Der Legende, der magische Bogen sollte hier sein Pflicht gut erfüllen. So, die nächsten bitte. Ja, wir wissen alle. Ja, jetzt ist er hier. Unser Freund, der Unfreund. Gott, der hat magische Pfeile. Lord Kadok, der Zentaur. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen peinlich Spiel. Wieso raubt ihm das nichts?
Vielleicht muss ich noch etwas anderes machen. Ich weiß, dass ich den magischen Pfeil eigentlich nicht bräuchte, da das Spiel ja nicht davon ausgeht, dass ich ihn habe. Aber was muss ich hier machen? Komm hierher. Ich bin sowieso schneller als du. Was muss ich machen? Ihn erwischen, wenn er. Wenn er stehen bleibt. Ja, das scheint mehr Effekt zu haben. Okay, dann machen wir es wohl so. Okay, jetzt machen wir es aber mit dem Blitz. Schluss mit lustig, Blitz. Ja, nein, nicht Speer, Blitz, habe ich gesagt. Das ist so fies. Okay, Blitz bringt nichts. Dann das magische Schwert. Aber zuerst einmal warten, er schleudert wieder Blitze nach mir. Der letzte trifft mich wie immer. Ach. Jetzt müssen wir ihn ein bisschen Zeit lassen. Das ist ein Zombie, das ist ein Tau. Ach, oh Gott. Komm nur. So. Wieder ein bisschen mehr Leben geraubt. Alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Immer mit der Ruhe. Okay. Was ist jetzt? Ach, okay. Wenn du seinen Angriffen ausweichst, wird er wehrlos. Jetzt haben wir einfach noch einen Arena-Wechsel gekriegt. Wo ist der hin? Was gibt das? Wo ist der? Machen wir ihm so Schaden? Ich glaube nicht. In die Lava lenken müssen wir ihn nicht, ne? Die Mauer scheint auch nicht seine Schwachstelle zu sein. Was ist denn los mit dem Typen? Autsch. Okay. Was mit dem hier... Wie das hier weitergeht,
Wir sehen es im nächsten Part. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.